Willkommen zurück hier bei der A&M. Heute möchte ich dir zeigen, was als Handwerksbetrieb die besten Online-Marketing-Strategien sind. Viel Spaß bei diesem Video. Los geht's. So, ich möchte dir heute zeigen, was als Handwerksbetrieb die besten Online-Marketing-Strategien sind. Und dafür müssen wir eigentlich erstmal unterscheiden, was sind eigentlich Strategien oder was gibt es eigentlich im Marketing generell oder auch im Online-Marketing für verschiedene Strategien oder für Herangehensweisen. Es gibt hier im weitesten Sinne erstmal zwei verschiedene Strategien. Und bei den verschiedenen Marketingstrategien müssen wir erstmal unterscheiden, welche verschiedenen Ansätze es da gibt. Es gibt ja Pull-Marketing, ja, das heißt sozusagen, wir ziehen. Pull heißt ja ziehen. Und es gibt Push-Marketing, das bedeutet drücken. Also Pull heißt ziehen, Push heißt drücken. Und wenn wir darüber sprechen, Pull, dann bezieht sich das darauf, wie wir dem Kunden die Informationen eigentlich geben. Ja, wenn ich sage Pull, also ziehen, dann holt sich der Kunde selber die Informationen. Das kennst du selber genau. Wenn du zum Beispiel auf Google gehst und einfach eingibst Küchenstudio ja, Berlin oder du gibst ein Terrassenüberdachung Frankfurt oder so, das ist dann Pull-Marketing. Das heißt, wenn Kunden sozusagen das eingeben, dann möchten sie sich Informationen ziehen. Sie möchten gucken, was kostet das? Sie möchten gucken, wo bekomme ich das? Welche Fachhändler gibt es da und so weiter? Also sie versuchen sich selber eine Information aus dem Internet rauszuziehen. Und wenn wir Pull-Marketing machen, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir als Betrieb eben dann auch ganz, ganz weit oben da zu finden sind, wenn sich die Kunden die Informationen ziehen möchten. Ja? Die Vorteile von dem Pull-Marketing, die sind eigentlich, dass es relativ einfach ist. Ja? Es ist einfach, weil letzten Endes müssen wir nur dafür sorgen, dass wir bei Google ganz oben stehen und dann haben wir das Thema Pull-Marketing eigentlich schon abgedeckt. Ja, das kann man selber einstellen. Das ist relativ einfach, so eine Art von Pull-Marketing. Da braucht man auch keine aufwendigen Werbekampagnen oder so. Das ist hier der Vorteil. Ja, der Nachteil ist hier allerdings, dass wir da in der Vergleichbarkeit sind. Ja, also Vergleichbarkeit soll das heißen. Sorry für meine Anschrift hier an der Stelle. Nachteil Vergleichbarkeit. Du musst dir vorstellen, du versuchst jetzt natürlich beim Thema Terrassenüberdachung Frankfurt ganz oben zu sein, aber das versuchen natürlich auch alle anderen. Ja, und erstens hast du dann da einen hohen Wettbewerb. Ja, das ist natürlich, Wettbewerb ist auch noch ein Nachteil, denn Vergleichbarkeit und Wettbewerb geht dann miteinander einher. Die Leute, die klicken natürlich auch auf mehrere Links, wenn die jetzt online suchen. Ja, die klicken vielleicht auf deinen Mitbewerber noch, die klicken auf noch zwei, drei andere Fachfirmen und so weiter und die holen sich dann auch von diesen Fachfirmen die Angebote. Das heißt, wir haben hier natürlich eine Vergleichbarkeit und die Leute schauen, naja, welcher ist jetzt hier der Beste für mich und vergleichen im schlimmsten Fall natürlich auch die Preise und holen sich verschiedene Angebote ein. Ja, also das hier ist so dieser große Block Pull-Marketing. Das findet häufig natürlich auf Google statt oder Bing gibt es ja auch als Suchmaschine und so weiter. Das hier ist Pull-Marketing. Wir bei der A&M sind aber eher Fan vom Push-Marketing, denn das hat mehrere Vorteile. Push-Marketing bedeutet ja sozusagen, wir drücken. Und das bedeutet, wir drücken die Informationen. Das klingt natürlich ein bisschen komisch. Letzten Endes heißt das einfach, wir integrieren unsere Werbung in den Alltag der Kunden. Ja, jetzt gibt es natürlich auf der einen Seite die Leute, die gehen aktiv raus und suchen nach Terrassenüberdachung in Frankfurt, ja, oder in Dortmund und so weiter. Aber das sind natürlich, ist nur ein begrenzter Personenkreis von den Leuten, die aktiv auf der Suche danach sind. Es gibt natürlich aber auch ganz, ganz viele Menschen, die sagen, naja, ich hätte ganz gerne so eine Terrassenüberdachung, vielleicht ein Lamellendach oder irgendwas. Und die kommen aber gar nicht in ihrem Alltag auf die Idee, das einzugeben und das zu suchen auf Google, sondern denen müssen wir erst selber von uns aus was zeigen. Ja, wir müssen denen unsere Werbung zeigen und das machen wir über Plattformen wie Instagram, wie Facebook, ja, und verschiedene andere Plattformen. Und da können wir ihnen eben unsere Werbebotschaft zeigen. Das hat natürlich den riesen Vorteil, dass wir da viel mehr Nachfrage erzeugen können. Ja, hier ist der Nachteil, dass es begrenzt ist. Weil, ja, wir können ja nicht zaubern und sagen, ja, ich möchte jetzt, dass das statt 100 Leute im Monat, dass das 200 Leute im Monat googeln. Ich kann hier aber entscheiden, ob ich das 1000 Leuten oder 2000 Leuten zeigen möchte und kann dadurch eben viel mehr Nachfrage, viel mehr Anfragen, generieren, ja. Und im Endeffekt, klar, das Ganze hat natürlich auch in gewisser Weise den Nachteil, dass jetzt jemand, der selber sucht nach dem Thema Terrassenüberdachung oder Küchenstudio oder so, da kann man natürlich sagen, okay, ein gewisser Anteil ist da natürlich auch dabei, die viel genauer wissen, was sie wollen. Ja, dementsprechend ist natürlich auch wichtig, dass ich hier beim Push-Marketing, dass ich hier eine gute Vorqualifizierung brauche, gute Qualifizierung,
um sozusagen die Leute auch auszuschließen, die nur so ein bisschen, ja, die nur mal so ein bisschen schauen wollen, was da so gibt, ne? Also da muss ich dann natürlich im ersten Erstkontaktgespräch auch fragen, na, wie konkret ist das denn bei Ihnen? Welches Budget haben Sie sich vorgestellt und so weiter? Diese ganzen Punkte muss ich dann natürlich abklären, weil ich natürlich auch erstmal sicherstellen muss, ob das jetzt jemand ist, der einfach nur mal horchen möchte, ja, oder ob da wirklich ein konkreter Bedarf da ist, ne? Das würde ich, wenn es hier einen Nachteil gibt, dann würde ich den sozusagen hier anführen. Aber ansonsten überwiegt meiner Meinung nach und auch unserer Meinung nach hier bei der A&M eben der Vorteil im Push-Marketing, weil ich dort einfach sagen kann, ich kann dort meine eigenen Vorteile sehr, sehr gut kommunizieren. Ja, Vorteil ist hier auch noch wenig Wettbewerb. Ja, weil die anderen Fachbetriebe in der Region, die machen diese Art von Marketing in der Regel nicht. Ja, dementsprechend kann ich da auch als einziger in der Region, ja, in der Region kann ich auch Sichtbarkeit, ja, Sichtbarkeit erhöhen. Das bedeutet, ich bin auf einmal überall zu sehen. Ja, wenn die Leute abends nach Hause kommen oder in der Bahn sitzen und so weiter, dann sehen die meine Werbung. Ja, ich kann das Ganze natürlich mit meinem Markenbild auch unterstützen, mit meinem Logo. Die Leute sehen die ganze Zeit meine Farben, mein Logo, meine Botschaften, meine Vorteile und so weiter. Und dadurch kann ich mich natürlich auch als Spitzenreiter in der Region auch einfach behaupten. Und ja, die ganze Region redet über mich und sieht meine Werbebotschaft. Ja, das sind jetzt mal einige Vorteile und das war jetzt letztendlich auch der Sinn, dir das mal in einem Video hier zu erklären, was hier die Unterschiede sind. Wir bei der A&M verwenden hier häufig diesen Bereich und diese Thematiken hier machen wir auch mit, ja, wenn man da noch nicht gut aufgestellt ist, aber der Schwerpunkt liegt eigentlich hier, weil hier deutlich die Vorteile überwiegen. Ja, wenn du sagst, das ist interessant für dich, das möchtest du auch haben, dann melde dich gerne mal bei uns. Ja, auf unserer Webseite am-beratung.de findest du auch hier unter dem Video in der Infobox kannst du gerne mal draufklicken, dann können wir schauen, welches Potenzial da in deiner Region ist, wie du da vielleicht schon aufgestellt bist, was deine Mitbewerber so machen. Das können wir alles mal in so einer Analyse zusammen durchgehen und schauen, was da für dich geeignet ist. Ja? Ich hoffe, ansonsten hat dir dieses Video auch gefallen und mal so ein bisschen einen Einblick gegeben, was kann man eigentlich an Marketing machen als Handwerksbetrieb. Und dann freue ich mich, wenn du vielleicht dem Video einen Daumen hoch gibst oder einen netten Kommentar drunter schreibst. Ja? Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.